Hallo, ihr Landratten. Da mich viele gefragt haben, sag mal Haufe, wie funktioniert das eigentlich mit den Segeln, also quasi Flaggen und Segeln in Atlas, da ein Logo drauf zu bekommen, möchte ich das heute euch in diesem Video zeigen. Also, als erstes gehen wir mal bei uns hier schön auf dem offiziellen PvE-Server. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Also das ist jetzt keine Pflicht, dass ihr da unbedingt auf den PvE-Server geht. Also das ist egal, wo ihr das macht. Hauptsache, ihr habt ein Segel oder eine Fahne, die ihr mal umgestalten wollt. So, dann zeige ich euch, wie ich das einfach mache, was für mich am einfachsten ist, das Ganze dementsprechend handzuhaben. So, hier ist ein bisschen kalt, deswegen friere ich auch immer. Jetzt ziehe ich mal ganz kurz meine Kleider an. Da knurrt schon ein Wolf neben mir. Also das ist hier eine ganz liebe, nette Gegend. Da ist eigentlich Sterben. Wo bin ich hier eigentlich? Unsere Base hat sich wahnsinnig verändert. Okay, das ist unsere Base, kein Problem. Oh Mann, die haben da ein bisschen umgestaltet. Okay, gut. So, dann laufen wir mal an mein Miststück. Da vorne ist mein Schiffchen und ich hoffe, ich habe den Pinsel dabei. Jawohl. Also ihr seht, ich bin ein bisschen verwirrt immer in so einen Sachen. Aber kriegen wir schon hin. Wir machen das wirklich so, als würdet ihr das machen und nicht so wie in anderen Tutorials immer alles vorbereitet etc. Das Einzige, was ich mir vorbereitet habe, sind die Links zu den Sachen, die ihr alle nachher unten in der Videobeschreibung findet. Um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, rede ich noch ein bisschen. Ihr dürft mich auch gerne bei Twitch unter TheRealHaufe findet ihr mich da. Da bin ich eigentlich fast jeden Tag am Stream. Momentan nur Atlas, da mich das Spiel am meisten fesselt. Wie arg, da habe ich meine 3.500 Stunden gespielt. Wird bei Atlas bestimmt nicht anders da werden. Oha, so, was ist das Erste, was ich sehe? Die Leitern sind weg. Die waren mal hier, okay. Dann pfeifen wir uns mal hoffentlich. Also nichts funktioniert heute. Ich muss ja ins Wasser. Das vergesse ich immer. Die Leitern lassen sich nur pfeifen, wenn man im Wasser ist. Das ist ein bisschen blöd, aber da sind sie unten. Okay, gut. So. Mit T pfeift man die Leitern runter und mit Y kann man die Leitern wieder hochpfeifen. Falls ihr das nicht wusstet, habt ihr diesen Fun Fact noch in dem Tutorial gleich mitbekommen. Jetzt muss ich ganz schnell noch was essen. Guck mal, was haben wir denn? Gutes, da haben wir doch. Hier könnten wir mal kurz runtergehen. Ach ja, ihr seht ja, ich bin absolut nicht vorbereitet für sowas. Aber wir kriegen es hin. Ja, ich hatte wohl, glaube ich, Fleisch im Inventar. Okay. Ach ja, weil wir gestern die ganzen Wölfen und alles niedergemacht haben. Okay, gut, naja, das müsste eigentlich reichen. So. Jetzt gehen wir jetzt jeden Fall hin. Also die ersten, weiß ich nicht, 5 Minuten könnt ihr dann überspringen und könnt dann direkt hierher gehen. So. Einmal anschlagen mit dem Pinsel anschlagen. Ihr seht hier, es ist ein bisschen verwirrt gezeichnet, aber das hat einen Grund. Ich habe hier die Ränder gezeichnet. Wir drehen das ganze Segel mal rum, indem ihr die Stronge-Taste gedrückt haltet und die linke Maustaste benutzt, dann könnt ihr das drehen. So, ich habe hier die Ränder gezeichnet, um ein richtiges, die Form quasi für mein Bild, was ich bekomme, rauszubekommen. Also quasi den Rahmen festzustellen, wo die Bilder rein müssen. So, und das sind 3 Rahmen, was ich brauche, ja? Deswegen habe ich 1 rot gemacht, 1 schwarz, 1 rot. Das sind jetzt die großen Segel. Das geht mit den kleinen Segeln genauso wie mit dem mittleren Segel. Funktioniert alles. So, dann lassen wir den mal sterben. Den brauchen wir sowieso nicht mehr lange. Ihr geht hier auf
Safe Paint, aber ihr müsst es erst anmalen. Ein leeres Paint, also eine leere Segel könnt ihr nicht speichern. Ihr müsst irgendwas draufzeichnen. Draufzeichnen, Farbe auswählen, doppelt draufklicken, der Pinsel wird gefärbt. Einfach rübergehen mit linker Taste, einmal einen Strich ziehen oder sonst irgendwas, egal was, ja. Dann Safe Paint, jetzt nenne ich das YouTube XXL, ja, ganz einfach. So, dann sagen wir Set. Jetzt ist das gespeichert. Jetzt kann der da vor sich hinsterben. Ich mache jetzt ganz kurz noch das Inventar leer, dass mir nicht meine Sachen flöten gehen, wenn der jetzt stirbt, weil ich bleibe im Spiel drin, damit ich euch zeigen kann, wie man das nachher wieder hochlädt, das Bild. Ich mache das mal alles hier rüber. Accept. So. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Messi in dem Spiel. Da ich immer alles vergesse, habe ich immer alles dabei. Das sieht man, was ich da alles drin habe. Also nicht wundern, das ist bei mir Standard. Das ist bei mir echt Standard. Ja, so. Haben wir alles. Das. Okay. Noch nicht ganz, weil der wird jetzt gleich ziemlich schnell umfallen. Lauf, Forest. Die holen schon rum, dass sie kein Gold mehr haben. Ich habe gesehen, ich habe noch 16 Gold einstecken, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich komme zu gar nichts in dem Spiel. Da muss ich halt wieder ohne. Alles rein. Ist wichtig, dass wir das nicht verlieren. So, jetzt kann der da vor sich hinsterben. Wir haben das Paint gespeichert. Jetzt gehen wir raus in Windows. So, jetzt schalte ich mal ganz kurz mein Programm um, dass wir den alles sehen hier. So, und dann den wo ist es? Atlas. Wo haben wir es denn? Ach ja, ist das immer schön. Photoshop. Achso, nee, halt, da zeigt mir das komplett an, weil ich ja noch drin bin. Okay, da gehen wir ganz kurz mal raus aus Arc. Aus Atlas. So, dann zeigt er mir nämlich den Hintergrund an. So, jetzt halt ist folgendes: Ihr geht in Steam, geht auf euer Spiel. Atlas, rechte Maustaste, Eigenschaften, lokale Dateien durchsuchen, dieser oberste Punkt. Zack. Jetzt seid ihr hier. Dann sollte das bei Shooter Game und dann Save und My Paintings. Und jetzt haben wir das genannt YouTube. Das ist hier, YouTube XXL, da unten. Hier. Das ist die Bezeichnung von eurem Segel. Ihr könnt aber mit dem Pfeil so nichts machen. Deswegen geht ihr auf die URL www.arcsurvivalnet bla 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 PNT to Image Converter. Alles in der Beschreibung unten drin. Ja, braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Das verlinke ich euch alles. Hier sagt ihr Datei auswählen. Navigiert zu diesem Ordner, wo ich euch eben gezeigt habe. Also das ist quasi der Ordner, was Steam aufgemacht hat. Da ist der Link hier oben. Ups, jetzt habe ich falsch gedrückt. Hier oben einfach kopieren und hier oben einfügen. Und dann kommt ihr auch dorthin. Ja? Und dort macht ihr dieses XXL-YouTube-Gedöns auf. Sagt öffnen und sagt einfach Download wieder. Und schon habt ihr ein fertiges, konvertiertes Bild. Das macht ihr, ich weiß nicht, ob ihr Photoshop habt, deswegen gehe ich hin und mache das mit Paint. Also ich mache das jetzt alles mit Paint, aber ihr seht schon, das ist ein bisschen verwirrt, das Ganze, wie das gemalt ist und allem drum und dran. Aber das sehen wir, das machen wir mal öffnen mit Paint. So. Jetzt könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Ihr könnt einfach, also hier ist wirklich die Fläche für das kleine Segel. Ja, hier, das ist die Fläche für das ganz obere kleine Segel, könnten wir jetzt zum Beispiel ausschneiden. Dann könnt ihr euch machen, das ist für das große schwarze Segel. Also das große schwarze, ja. Ihr wisst, was ich meine, das mittlere Segel von dem großen Segel. Und hier unten ist das ganz große, das ganz unterste Segel. So, jetzt habt ihr diese Quadrate jetzt. Könnt ihr das, jetzt kommt es drauf an, in welcher Farbe ihr das haben wollt. Ob ihr das als schwarzen Hintergrund oder sonst was, müsst ihr euch das dann machen. Dann könnt ihr euch ein Bild
was weiß ich, Totenkopf, ja, suchen wir einfach mal. Das sieht ja schon mal richtig gut aus, Bilder. Dann nehmen wir das. Sagen hier Bild speichern unter. Denkt immer daran, Copyright und sowas, aber für private Nutzung dürfte das kein Problem sein. Ich weiß nur nicht, ob das unter private Nutzung zählt. Ist so eine Auslegungssache. Aber naja, okay, werden wir sehen. Jetzt ist die Sache mit Paint, ob der das auch so macht wie bei Photoshop, aber es müsste er. Möchten Sie die Änderung? Ah, aber man, der macht das natürlich. Der macht das anders da. Da muss ich dann sagen, hier im Ordner an. Ich mache das. Ich bin ein Photoshop-Noob, also ich benutze eigentlich Paint nie. Ich probiere einfach mal hier mit kopieren. Ich möchte auch das Video nicht schneiden, also deswegen unzensiert, so wie ich es aufnehme, zeige ich euch das. Ihr werdet alle denken, Gott, labert der eine Scheiße. Ja, so bin ich halt. So ist immer verwirrt. Ich würde gerne einfügen aus. Ah, hier, drückt auf einfügen aus, navigiert auf Downloads. Dann habt ihr hier eine Menge Auswahl an Programmen, ja, an Bilderdateien, wo ich jetzt schon hatte. Komm, wir können auch das nehmen, aber nein, ich habe das andere runtergeladen. Wo habe ich denn das hingeladen? Moment, mal gerade mal gucken, in welchen Ordner, auf dem Desktop habe ich das geballert. Ja, okay, weil Ordnung ist das halbe Leben, deswegen habe ich kein Leben. So, da ist die Datei. Sagen öffnen, dann fügt er das da ein, dann kann man das mit Sicherheit auch kleiner schieben. Ja, das geht hier auch bei Paint. Dann ziehen wir das hier rein. Das ist dann das, der mittlere Teil. Ja, das können wir jetzt anpassen, wie wir wollen. Könnten jetzt das auch irgendwie verändern oder sonst was. Ich lasse es jetzt einfach mal so, dass ihr nur die Übersicht bekommt, wie das aussieht am Ende. Okay, dann haben wir das. Dann sage ich wieder einfügen aus. Dann nehmen wir das eiserne Kreuz. Oh, ein bisschen groß das Ganze. So. Machen wir das runter. So. Ziehen das doch noch ein bisschen rüber. Ihr dürft diesen Rand nicht überschreiten. Auch wenn jetzt hier hingegangen ist, das Paint und hat das groß gezogen. Das müsst ihr euch wieder klein schieben. Das dürft ihr definitiv nicht verändern. Sonst habt ihr wirklich ein Problem. Dann ist es dann verzogen und allem drum und dran. Und das ist blöd. So. Jetzt haben wir das untere Segel, wir haben das mittlere Segel, jetzt brauchen wir noch was fürs kleine Segel. Was haben wir da fürs kleine Segel? Nehmen wir das. Ja, da ist auch noch ein Ding drinne. Das ist mir aber auch jetzt relativ. Ja, das ist ein bisschen. Also mit Photoshop ist es um einiges einfacher und sieht auch besser aus wie mit Paint. Aber wir nehmen Paint, weil 99% von euch werden kein Photoshop besitzen. Ansonsten besorgt es euch. Ist wirklich das Geld wert. Also auf jeden Fall. Ich mache das jetzt einfach nur mal so rein. Es sieht zwar nicht schön aus, aber es geht ja hier einfach nur ums Zeigen. Ups. Na, oh, was macht er denn? Aha, ist ja, ich mach's nochmal einfügen. Aus, also dieses Paint ist wirklich der letzte Rotz. Naja, egal. Liebes Microsoft-Team, es wäre mal schön, wenigstens etwas von Photoshop zu übernehmen. Und zwar die Ebenen. Ebenen sind immer gut, dann kann man sich nämlich auch nichts verziehen. So, dann machen wir das nochmal so klein. Setzen das da rein. Ich setze es jetzt einfach so hin. Ja, dann haben wir 1, 2, Nummer 3. Machen das Bild auch wieder klein. Ich weiß, ihr werdet fluchen. Gott, der hat jetzt für so und so viele Minuten Arbeit 20 Minuten Video gemacht. Ich bin kein Clickbaiter. Alles gut. Ich bin einfach nur verwirrt. Das ist immer der Unterschied. Das ist, ja. Ihr werdet es auch sehen, falls ihr euch mal die anderen Videos von mir anschaut. Das ist wirklich Standard bei mir. Das ist. Ich weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum ich so bin, aber ich bin halt einfach so. Zehn Fall, jetzt haben wir die Maße von dem Bild. Sagen hier Datei speichern unter. PNG, YouTube.
So, haben das gespeichert. Jetzt ist es wichtig, dass ihr euch auf der Seite hier, auch wieder im Link, hier Ark Survival Evolved, bla bla bla, Ark Paint Converter, den müsst ihr euch runterladen, ja. Dann habe ich mich schon runtergeladen. Hier ist der Download-Link, hier oben. Dann ladet euch runter, das ist ein RAR-Archiv. Also falls ihr kein WinRAR habt, bitte installiert euch WinRAR oder 7-Zip, sonst könnt ihr die Datei nicht öffnen. Ich mache hier jetzt mal ganz kurz Strong J und dann kann ich mir die raussuchen. Irgendwo habe ich die da unten. Hier. Öffnet die Datei, doppelt auf Convert-Exe und dann geht die Datei auf. Dann habt ihr das schöne Programm. Und jetzt nehmt ihr euch das Bild, was ihr gerade erstellt habt, sagt hier öffnen. Dann war das ja YouTube. Habe ich bestimmt auch auf den Desktop gelegt, oder? Nein? Doch, da ist es. YouTube-BNG, hier. Sagt da öffnen. Und dann macht ihr euch das da rein. Klar, mit dem Schwarz, das müsst ihr noch entfernen, etc. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt nur fürs Tutorial. Sage hier Save. Und dann kriegen wir ein YouTube-PNT. Macht es hier auf dem Desktop, dann habt ihr das Einfaches zu finden und sagt Speichern. So, jetzt habt ihr hier unten eine YouTube-PNT. Die macht ihr rechte Maustaste kopieren. Geht wieder in diesen Ordner von My Paintings, was ihr vorhin geöffnet habt über Steam. Rechte Maustaste einfügen. Zack, dann ist es hier. Und jetzt kommt's Lustige. Jetzt braucht ihr den Namen. Und zwar mit dem, ab dem Unterstrich bis zum Punkt. Unterstrich Sale Triple C3. Ja, also Sale Unterstrich Sale Triple Unterstrich C Unterstrich 3. Das ist wichtig. Das braucht ihr den Namen. Kopiert ihr euch. Geht dann wieder rüber auf euer Video. Genau, auf euer Bild. Fügt es hier ein. Enter. Fertig, ihr seid jetzt hier fertig, ihr habt das Bild fertig. Es kann direkt ohne Atlas neu zu starten, kann das geladen werden. Ich habe Atlas geschlossen, weil eben das Problem daran liegt, dass ich eine komplette Bildschirmaufnahme habe. Jetzt starte ich das Ganze wieder. So. Machen wir den ganzen Schabimbel wieder auf. Please hold the line. The person you are calling is not available. So, Rejoin Atlas. Jetzt werde ich mit Sicherheit, vorher ich euch das noch zeigen kann, sterben. Aber gut. Shit happens. Ich hätte ja auch das verrottete Fleisch essen können. Da wäre ich direkt umgefallen und wäre tot. Das kommt mir eben gerade so. Also bei mir gibt es eigentlich immer was zu lachen im Stream. Außer mir geht es nicht gut. Dann bin ich immer eher am Flippen. Das ist so der, wie sagt man da dazu? Der dunkle Hintergrund von Haufe. Ich bin ein Mensch. Ich habe gute und ich habe schlechte Launen. Wobei, mehr gute Launen wie schlechte. Ich hasse es eigentlich, schlechte Laune zu haben. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich das... Habt ihr gesehen, wo ich das Fleisch hin habe? Bestimmt in den Schrank, oder? Ich will doch nur sterben. Wow. Es fängt schon wieder an mit meinem Verwirrtsein. Und danach, verspreche ich euch, suche ich den Pinsel. Ja, weil den Pinsel habe ich auch irgendwo hingelegt. Oh, es ist so schön, verwirrt zu sein. Ja. Oh Mann, so, hier. Nehmt es und haut ihr das rein. Dankeschön. Ah, wunderbar. So, jetzt kann ich nämlich wieder spawnen auf meiner Misthaufen hinten. So, jetzt fangen wir an, den Pinsel zu suchen. Also das müsst ihr eigentlich nicht, wenn ihr den behaltet. Und wenn ihr nicht so verwirrt seid wie ich, dann müsst ihr das nicht. Aber keine Ahnung, wo ich die jetzt wieder hingeschmissen habe. Den Scheiß kann ich kurz mal rauswerfen, weil irgendwie brauche ich das nicht. Wenn es noch keiner weiß, mit O wie Otto kann man direkt rauswerfen und mit T wie Theodor kann man es übertragen ins Inventar. Da ist der Pinsel auch nicht. Jetzt fängt schon wieder an. Wo habe ich ihn? Brush. Wo ist Brush? Nix Brush. Wo habe ich Brush hin? Junge, ich bin so verwirrt.
BR. Da ist auch nichts brasch. Oder das war doch, glaube ich, der letzte Schrank, weil der war auf der Leiste gelegen. Ich glaube, ich renne mal darüber. Ja, ihr, also wie ihr merkt, ihr könnt euch mindestens 25 Minuten sparen von dem Video, wenn ich nicht so verwirrt wäre, wie ich verwirrt bin und meine Sachen suchen muss. So, jetzt das Vordere. Das Vordere ist da mein Testobjekt. So, hier Pinsel in die Hand, draufschlagen und jetzt ganz wichtig, hier oben Lord Paints from this type. Zack. Und hier haben wir dann YouTube. Das ist das eine Bild, was wir erstellt haben, zum, dass wir den Radius haben, ne, dass wir die Grenze quasi haben von den jeweiligen Feldern. Und hier haben wir unser erstelltes. Ihr seht, es passt direkt überein. Ja? Hier sind die ganzen Farben, die ihr benötigt auf der rechten Seite, um das eben zu erstellen, das Ganze. Und auf der linken Seite, also seht ihr, was ihr braucht, und auf der rechten Seite seht, was euch fehlt, ja. Es gibt auch 0% auf Tan. Also ich meine, das ist ja, das, wieso braucht man eine Farbe 0%, ne? Also es ist halt eben so, und dann könnt ihr euch das bemalen. Ich habe leider nicht alle Farben jetzt da. Wenn ihr das so nicht haben wollt, das heißt, wenn euch, wie soll ich sagen, wenn euch das zu viele Farben sind, ihr wollt das einfarbig haben, könnt ihr in das Programm zurückgehen, hierher, und könnt hier sagen, entweder Reduce, dann versucht ihr das so minimal wie möglich zu halten, oder ihr macht alle Häkchen weg und macht wirklich nur Black und White und sagt dann Save, macht dann hier wieder das mit dem Namen YouTube 2, speichern wir das noch einmal das Ganze, kopieren wir das wieder, also ich bin auch noch in Atlas drin, ja. Fügt das hier auch wieder ein, Unterstrich, bla bla, alles wieder kopieren, auch wieder auch in das YouTube 2, zack, reinmachen, jetzt könnt ihr wieder anhauen, wieder hochladen, dann habt ihr YouTube 2 hier und ihr seht, es wird nur schwarz und weiß benötigt, ja, also das könnt ihr alles mit dem Programm machen. Dann wird natürlich, wenn ihr da so Tiefen habt, ja, also Schatten und sowas, dann wird es natürlich um einiges schöner, wenn ihr mehrere Farben benutzt. Aber wie gesagt, bei so Schwarz-Weiß-Bildern langt wirklich Schwarz und Weiß, mehr braucht ihr nicht. Und dementsprechend, also da steht jetzt 424% und 200, da braucht ihr nicht viel Farben. Die habe ich da, die habe ich jetzt, glaube ich, da reingelegt gehabt. Ich glaube, der hat noch meine Klamotten an, so wie es aussieht. Die sollte ich vielleicht nehmen und dann dem sagen, auf Wiedersehen. Nein! Ich hasse es. Ich hasse es, wenn man was anguckt und was anderes macht. Und schon wieder. Ich will doch nur den. Den Kerl. Ey, ich... Ach, bleib doch liegen. Rutsch mir doch den Rücken runter. Bleib doch da liegen, mach doch, was du willst. So, jetzt habe ich das Boot losgemacht. Ach Gott, nee. Alles im Video, also ihr seht, es ist nicht gelogen, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Lassen wir das jetzt erstmal, die Leiche geht auch so weg. Da ist die Farbe nicht. Hier. Brown, was haben wir hier? Consum Apple, bla bla bla. White. Was haben wir hier? Ich brauche Slate. Sieht aus wie schwarz und ist braun. Habe ich noch irgendwo ein wenig? Da war doch eben. Black, ja? So. Jetzt tauchen wir das Ganze an. Zack. Noch einmal da drauf. YouTube 2. Jetzt zeigt er euch hier Missing Resources. Haben wir nicht. Dann noch mal hier oben Lord Paint. Und jetzt macht er das. Jetzt seht ihr hier, einmal schwarz verbraucht, einmal schwarz verbraucht, also zwei schwarz bis jetzt. Ja, ich bin wieder beim Sterben, weil hier oben ist es wirklich scheiße kalt. Also hier ist es mörderkalt. So. Das dauert immer ein wenig. Es dauert und dauert und dauert und dauert und dauert und dauert und dauert. Es ging mal schneller. Also am Anfang ging das
draufklicken, fertig. Jetzt hat mittlerweile. Ist die Frage, ob ich das jetzt gepaint bekommen habe, auch wenn ich gestorben bin. Oh nee, das ist. Das ist echt. Naja, ich sag nix. Jetzt haben wir aber wenigstens einen kleinen Bugtest gemacht. Hat das funktioniert? Ich ziehe vielleicht meine Rüstung an, schon falle ich gleich wieder um. Okay, hier habe ich sie nicht. Ist interessant. Ich sage jetzt nichts. Okay, egal. Und das hasse ich aus. Warum muss man da immer ins Leere drücken? Egal. Ja, er hat's gemacht. Also, ihr seht, er hat es gemacht. Ihr müsst da natürlich Strong gedrückt halten. Gut. Drehen und dann halt dementsprechend euch das anpassen, wie ihr das braucht. Ja, aber so funktioniert es. Oben, Mitte, unten, alles vorhanden, alles ein bisschen hoch und runter schieben und es passt dann. Wenn er den Hintergrund schwarz macht, wird das Segel auch direkt gleich schwarz, oder wenn er das rot macht, wird es auch rot gleich. Ihr müsst einfach auf diesem Viereck, was ihr da rausbekommt, den Hintergrund komplett rot oder komplett schwarz machen und dann passt das. Wie gesagt, ich empfehle euch Photoshop zu benutzen, das ist, finde ich, einfacher wie Paint. Da kann man schön in Ebenen arbeiten. Es ist aber keine Pflicht, also ihr müsst euch jetzt kein Programm für 600 Euro kaufen. Zumindest mal habe ich dafür bezahlt, weil ich habe die große Version gehabt. Ich würde trotzdem jetzt gerne wissen, wo ich mein... Naja, egal. Türe zu, Affe tot, Klamotten sind weg. Mal wieder. Ja, so geht man es ganz, die ganze Zeit. Ihr seht, also mir fliegen auch Bären weg und sowas. Das Blöde ist halt nur, ich muss mir die ganze jetzt neu craften. Das sind nicht meine. Ja, das ist doch so blöd. Das ist so doof. Das ist so doof. Naja, egal. Okay, also in dem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen, sage ich noch guten Morgen, guten Abend und gute Nacht.